Wuff! Und dann herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer gigantisch guten Folge. Arg. Gemeinsam mit Deko. Was geht ab? Hallo Muchachos. Herzlich willkommen zurück. Arg Lost Island geht in die nächste Runde. Wir waren gerade in der Wüste, haben hier einen richtig fetten, miesen Desert Worm geklatscht. Death Worm. Aber ein Desert Death Worm. Und jetzt packen wir wieder unsere 7 Sachen zusammen und lachsen nach Hause. Es geht erstmal zum Meer. Ihr habt uns einige coole Sachen. Hallo, Lolliger ist meiner und deiner ist Mervin. Ja, der hat eh einen geileren Namen. Wenn du da noch irgendwas rausziehen willst, mach das gerne. Genau deswegen hat das nicht. Ich brauche kurz was zu trinken und dann geht's weiter, denn ihr habt uns wirklich mal wieder geniale Tipps in die Kommentare gebrettert. Oh yeah, danke schön, Muchachos. Ich wusste, es gibt wohl eine richtig High-Loot-Area hier in Lost Island. Da müssen wir nur in die Desert Cave rein. Und die werden wir heute abchecken. Oh, weißt du, wo die ist? Ich denke schon, das krieg ich hin. Alter, da war richtig kranker Scheiß drin. Also, jetzt nicht so guter Kram, aber schon einigermaßen. Ja, was denn? Ja, hallo? Ja, hallo? Wir haben... Wollte ich auch gerade hin eigentlich. War mein Loot. Eine einfache Schrotflinte, leider. Diese aus dem 16. Jahrhundert Schrotflinte, weißt du die? Ja, okay, ja. Die kann ich eigentlich im Müll schmeißen, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, okay. Machen wir mal. Dann haben wir noch einen Belzebufo-Sattel und ein Pelagornis-Sattel. Was auch immer das für ein Jürgen ist. Ich habe keine Ahnung. Pelagornis hatten wir schon mal das Thema irgendwo. Putz, Junge! Mal eben den Terror-Word hier wegschottet. Haben wir genug Munition für einen Cave-Aufenthalt? Ja, ne? Ich hab 60 Schuss fürs Gewehr und 60 Schuss für die Pumpgun dabei. Nice, reicht. Ich hab aber, glaube ich, nicht... Doch, ich hab auch sogar mein Megatherium dabei. Nice. Du auch? Ich hab meinen T-Rex dabei, der muss reichen, glaube ich. Der brettert alles weg. Ja, den kannst du garantiert in der Höhle rufen. Easy. Hey, was ist das für ein Viech? Aua! Ja. Hä? Schnappt ihn euch! Digga, der... Tötet ihn! Der hat mich da runtergejodelt! Ja. Ich kann nichts machen! Tötet Marvin! Tötet ihn! Hä, hey, was war das? Bruder! Wow! Was sind das für Viecher, Alter? Oh, der war 140, ganz schön strong. Mikroraptoren waren das. Digga, wie du einfach nur zugeschaut hast! Ich war ja zum Eingreifen bereit, wenn es gefährlich geworden wäre. Ja! Bis dahin fand ich so erstmal ganz lustig. Da kommt noch einer! Noch einer! Ist der jetzt auch High Level? Der ist auch High Level. Level 20 ist der. Ich glaube, sonst hätten wir den nicht so easy down bekommen. Also erstmal vielen Dank für den kranken Support. Ja, Herzen geht raus an euch. Pup, pup. Erstens, ich würde richtig Bock auf Arc. Kommentare und Dankeschön für den Feedback-Support. Dankeschön für den Instant Gaming Support. Hashtag Bock in die Kommentare. Bock natürlich auch. Jetzt aber erst einmal, ja? Der gute Out X Wolf. Bessere Rack-Sattel, Flammenwerfer, bla bla bla, findet ihr ja in Maze Cave oder im Desert Cave. Und die ist, habe ich gerade nachgeschaut, 92,2, 80. Ich möchte wissen, ob du gut Englisch kannst. Weil. 92? Was heißt denn das? Labyrinth, was denn? Maze, wo? Ja, genau. Ja. Das, Labyrinth. Das hört sich so an, als würde da einer von uns beiden verloren gehen. Also, mindestens. Kann passieren so, ne? Also, warte mal, das war ja X. Okay, auf jeden Fall erstmal ordentlich nach rechts. Ordentlich nach rechts. Das könnte. Ordentlich nach rechts. Wenn man sich die interne Lusor-Karte anschaut, dann könnte das die sogenannte Brutus-Höhle, glaube ich, sein. Wir haben uns ja mal so eine andere Karte angeschaut. So. Kannst du dich noch dran erinnern? Du meinst hier mit den eingezeichneten Artefakten. Genau. Es könnte sein, dass es die Brutus-Höhle ist. Ich weiß es aber nicht. Und was ganz, ganz wichtig ist, es ist wohl eine Höhle. Da habe ich mich schon gespoilert. Hier, lila Drop. Ja, geh mal hin. Ah, wobei, kommt gerade erst runter. Wo man wohl ein Synomakrops braucht, weil die ein bisschen weiter oben ist. Oh! Ja. Ja, da haben wir ja sogar ausgerüstet. Perfekt vorbereitet, oder? Warst du eigentlich schon mal im Labyrinth? Nee, keine Ahnung. Ich habe mir auch kein Video dazu angeschaut, wie es da drin aussieht. Wollte mich komplett ich meine, es ist echt. Ach so, ja, in so einem Maislabyrinth war ich, glaube ich, mal. Ah, finde ich mega cool, Alter. Ich war früher auch immer im Hanflabyrinth. Im Hanflabyrinth? Ja. Da warst du aber freiwillig ein bisschen länger, oder? Hallo.
freiwillig nicht. Ich habe mich verirrt. Aber wir haben ja bei uns auf dem Dorf gibt es so relativ viele Biobauern. Und die haben auch mal Hanf angepflanzt. Und die hatten dann immer auch relativ nah bei mir dran. Also eigentlich sogar an der Straße, wo unser Haus stand. Also den Krankenscheiß oder den? So ein richtig. Für Tees und so. Weiß ich nicht, was man damit macht. Ich weiß gar nicht. Kann man Klamotten daraus machen? Macht man, glaube ich, auch nicht. Wozu baut man Hanf an heutzutage? Also wenn man. Ja, für Taschen, ne? Und so, weißt du? Ja, also wenn, dann war es für sowas. Oder halt für Tee oder so. Ich weiß nicht, was die daraus gemacht haben. Aber es war cool, Alter. So ein dickes Hanflabyrinth, auch so ein richtig großes Feld. Ja. In der Mitte war einmal so ein Treffpunkt, wo die auch so Kaffee und Kuchen verkauft haben und so. Mit Sitzmöglichkeiten. Es war schon ganz geil, ey. Oh, ich cruise gerade in die falsche Richtung übrigens. Du musst weiter. Ich hab hier die ganze Zeit bei dem pinken wieder drauf gewartet. Ach so. Aber ich bin schon Marvin weg. Never showed up. Nee, ich dachte, der wäre noch zu weit oben. Ja, aber ich wollte mich trotzdem schon mal einmal hier wieder zusammengathern, dass wir zusammen weiterfliegen können, aber. Jetzt muss ich selber finden. Welche Koordinaten waren das? Das waren die Koordinaten 92, 2, 80, 5. Okay, dann ist die Richtung eigentlich korrekt. Das ist so ein richtig krasses Gebirge. Jetzt hier die Klippe hochkommen. Ah, ist wieder angenehm mit dem Mähwing. Da kommen wir aber hoch. Aber dann scheinen wir irgendwas richtig zu machen. Dann scheint das aber nicht die Brutushöhle zu sein, wo es so ein Artefakt gibt. Dann scheint was, das 82? Das war, nee, also die erste Zahl 92,2, Bruder. Ich sehe da in der Nähe auch ein. Oh, hier, lila Drop. Das ist ein lila Drop in der Nähe. Oh, da fliege ich. In der Schlucht, ne? Ja, da cruise ich jetzt gerade hin. Da bin ich jetzt. Ja, ich bin auch. Was haben wir da drin? Ein Sarko-Sattel. Wollen wir den haben? Jetzt da. Eigentlich nicht. Dann leere ich den einfach mal. Was haben wir noch da drin? Weg. Oh, hier fliegen sogar die Normalkrops rum. Was, echt? Ja, hier oben links. Hier. Oh, welches Level? Aber beide Level 25. Und? Nochmal 25. Oder 25. Okay. Dann würde ich sagen, weiter ins Gebirge, oder? Also, wir scheinen ja noch ein bisschen fliegen zu müssen. Ja, aber 92. Ein bisschen so Star Wars mäßig hier. Anakin Skywalker mit diesen Gleitern. Tatooine. Oh, hier muss es sein! Hier muss es irgendwo sein. Hier irgendwo. Warte mal. 92,5. Hä, das ist ja voll am Rand! Okay, das wird ein kranker Scheiß, Bruder. Kranke Typen, die das gefunden haben. Was? Habe ich hier. 292 und jetzt nur noch. Jetzt hier hin. Irgendwo hier muss der sein. Da oben drauf wahrscheinlich irgendwo, ne? Hallo? Sprung! Hallo? Oh! Muchachos, ich habe meinen Sonntag, by the way, einen guten Teil meiner Zeit damit verbracht, Godwin von Elden Ring zu besiegen. 2,5 Stunden saß ich dran. Hab's nicht geschafft. Perfekt. Also hast du ihn nicht besiegt? Ich habe ihn nicht besiegt, ne. Es gibt gerade eine richtig dicke Debatte dazu, ob solche Games einen Easy-Mode brauchen. Oder ob das quasi nicht die vom Entwickler gewollte. Digga, ist genauso wie Fisherman's Friends. Warum sollte es so softe Fisherman's Friends geben? Ja, stell dir vor, Fisherman's Friends, aber in lecker. Lecker. Ich finde Fisherman's Friends eigentlich ganz lecker. Ich nicht. Aber weißt du, dann würden es auch mehr Leute essen wollen. Oder lutschen wollen. Aber. Die können es halt nicht, weil sie sind zu stark. Dann würde man sagen, ey, bringt uns eine leichte Fisherman's Friends Version, die halt nur lecker ist und nicht so stark. So ungefähr. Ich bin 89, 82 bin ich jetzt. Irgendwo jetzt. Ich bin bei 80,8, aber wir müssen ja 80,5 und 92,5. Eieiei, das ist aber. Das ist echt schwierig, ne? Echt schwierig. 92, was? 92, was? 92,5, 80,5. Müsste das ja eigentlich hier sein, oder? Hier bin ich jetzt, 92 bin ich, jetzt noch zu 80. Irgendwo in die Richtung. Ist hier unten? Ah, da seh. Sehe ich da was? Also hier, wo ich jetzt bin, müsste es irgendwo sein. Ich sehe da irgendwas, Deko. Ich sehe da irgendwas, ja. Aber ich sehe hier nichts. Warte mal. Aber auf der anderen Seite ging es noch weiter runter. No, geh hier rauf. Ich hab's gefunden!
Alter! Rick. Das ist ja richtig, richtig versteckt. Geil! Und da kommst, hey, ich glaube, da kommst du nicht mehr rein. Irgendwo hier müsste es sein. Den Mehrwing. Hier, hinter dir! Hinter dir, guck mal! Hier. Ja. Ah! Alter. Geil! Hier ist so ein Tempel, boah, die Alter. Höhle sieht richtig gestört aus. Oh, wir lassen Gamma mal normal, ne? Damit wir das Feeling haben. Unsere Mehrwings lassen wir stehen, oder was? Ja, ja. Hallo? Okay, jetzt weiß ich aber nicht, ob ich das mit meinem T-Rex schaffe. Ist ja ganz gut, dass du ein Megatherium hast. Na, ruf doch mal deinen T-Rex. Ah, sieht das nicht geil aus? Digga, das ist richtige Maya-Höhle hier. Ne, wie hießen diese? Es gab doch so ein Volk, das... Petra, glaube ich, hieß das, oder? Die Stadt? Digga, die irgendwo Petra? So meinst du meine Tante, oder was? Digga. Ich hab nicht Petra, meine Tante, nicht Peter. Petra, ist egal. Hey, Tante heißt auch wenn, dann Peter und nicht Petra. Man kennt ihn. Hier ist aber, hier geht's hä? Nicht weiter. Hä? Hier ist doch gar nichts. Oh nein, wir müssen auf jeden Fall... Haben wir wohl doch nicht die richtige Höhle gefunden. Das muss ja die richtige Höhle sein. Ja, offensichtlich hä? Nicht. Oder gibt's es gibt hier irgendwie so einen Geheimgang oder so. Ich wollte gerade sagen, gibt's hier vielleicht so einen Geheimgang? Muss man nach oben irgendwo, weil man den Sinomakrops braucht? Geht's irgendwo nach oben weiter? Nein. Hä? Okay, das... Das ist nicht die richtige Höhle, Marvin. Wo hast du mich hingeführt? Ja, ich hab keine Wobei, Ahnung. Wir sind eigentlich ziemlich krass bei 92, 80. Ja, ne? Vielleicht, gibt's ja ein Regel, so ein, ja, keine Ahnung, irgendwas? Eine Falle oder so? Muss ich mir jetzt doch was anschauen? Ich guck gerade, ob ich hier draußen noch irgendwo einen anderen irgendwie eingefunden habe. Also das ist der Tempel der Vergessenen. Vielleicht ist der auch, vielleicht ist der einfach falsch. Woher weißt du, dass das Ding der Tempel der Vergessenen heißt? Weil ich nach Maze Cave Location gesucht habe und das war das erste, was er mir gesagt hat, weißt du? Ich dachte, das wäre jetzt der Name dafür. Hab ich jetzt verkackt, Nico? Hab ich jetzt verkackt? Ja, wenn das da die richtige Höhle ist, dann nicht. Wenn es nicht ist, dann schon. LOL, ich hab's, Digga! Wie todeskrank ist das? Komm her! Komm her, also... Hier fliegt ein Level 130 Sinomakrops rum draußen. Ja, hol ihn dir, wenn du willst, aber es dauert... Nee, hol ihn dir nicht! Das dauert. Wollte ich gerade sagen, das war jetzt Deko, gar nicht intended da, von mir. Ich wäre da nie drauf gekommen. Nie, ja. Komm her. Ja. Nie. Okay. Hier, geh mal hier hin. Nee. Das ist echt ein Knopf! Ist wirklich ein Knopf, das ist arg! Das hat man genommen! Hätte ich niemals mit gerechnet. Nie, also, niemals! Damit ihr Bescheid wisst, wie es geht, ne? Da ist der Knopf. Rechte Alter. Seite, hier in der Wand. Komm rein! Da ist der Knopf, Alter. Aber... Wow. LOL! LOL. Das war aber auch knapp jetzt bei mir, ne? Ich fühle mich jetzt gerade so ein bisschen wie Indiana Jones. Indiana Jones mit einer Pumpgun. Wir? Ja, lass das mal runtergehen. Ey, Deko, für den Flair, ja? Gamma normal, ne? Nicht Gamma 3, weißt Bescheid. Oh mein Gott, spring da mal rein! Wie geil ist das? Ja, als ob ich da jetzt reinspringe! Spring du mal rein, lass dich mal docken. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Hallo. Digga, aber also wir sind schon Ehrenmänner, Alter, dass wir nicht mit dem Sinomakrops rüberfliegen, sondern ja. Wirklich die Jumps machen. Schon ehrenvoll von uns. Warum wussten die davon nicht? Gerne. Wie geil ist das? Die sind bestimmt Fallen, pass auf. Ich hätte jetzt fast gerne eine richtige Taschenlampe dabei von der Pumpgun. Ja. Das sieht so, diese Platten da sehen aus, als würde da was passieren. Nee, das sieht so todes nach so einem Fallengang aus. Geh da mal durch. Trete nicht. Oh, hier ist ein Artefakt! Das ist der erste Loot! Okay. Der erste Loot! Was haben wir? Ein Schild. Bauplan für ein Schild und Bauplan für einen Carbonaris-Sattel. Okay, okay. Das ist für PvP, war das, glaube ich, gut. So ein Carbonaris-Sattel. Ich renn einfach, Deko, ne? Ich renn. Rennst du? Oh, was? Lol, hier waren, glaube ich, gerade Fallen. Renn hier durch? Irgendwas habe ich klacken hören. Ja, ne? Ich renn nochmal durch. Aber ich das? Lol, hier! Hier ist eine Falle! Alter! Ich will da nicht stehen bleiben, aber renn mal durch. Er hat ja trotzdem geschossen? Ja, aber unten. Ich habe mich übrigens jetzt schon verlaufen, stimmt. Ne? Ne, das ist der Eingang gewesen. Hier sind drei Löcher. Wo ist Deko? Der Eingang? Ich glaube, hier war der Eingang, deswegen lass uns hier mal irgendwas hinschmeißen. Ich würde sagen, Stapel Teil, alles aufteilen. Wie viel? Ah, nur 2 Minuten. Das genial. Reicht nicht.
Können wir hier, können wir Sachen bauen? Ja, wenn du irgendwas hast. Also können wir Sachen hier reinbauen? Aber ich habe keine Ressourcen dabei für irgendwas. Ich kann nicht mal irgendwie, also wenn eine Thatch-Plattform craften könnte oder sowas, nee, dann könnte man hier nee, reinstellen. Okay. Lass uns mal weitergehen. Oh, mein. Oh fuck! Boah! Wow, Granaten! Alter! Was? Wo sind wir hier, Mann? LOL! Wurde vergiftet! Bin da reingelaufen. Er läuft eiskalt in die Falle rein, die wir schon gesehen haben. Ich muss kurz chillen, ich muss kurz chillen. Ja, dann hier geradeaus weitergehen, ne? Oh, die geht nur einmal, oder was? Komm, Deko. Digga, kommt eiskalt Granaten. Das ist ja richtig geil, ey. Das ist ja die geilste Cave, die wir bis jetzt in Ark hatten. Ja. Muss ich auch sagen. Wobei es ja nicht mal eine richtige Cave ist, ne? Also ich glaube, hier gibt es kein Artefakt dann. Nur Loot. Einfach durchrennen, Deko. Einfach nur durch. Aua, ich wurde auch vergiftet. Ja, dann bleib mal schön liegen da, ne? Lass zusammenbleiben. Lass uns zusammenbleiben. Ja, dann bleib doch hier. Wie er sich oh, da sind nochmal Pfeildinger drin. Hier. Da, siehst ja. du? Geh kurz nach unten. Wir brauchen mehr High-Loot! Hier rennt man einmal im Kreis, ne? Ja, okay. Einmal im Kreis. Oh. Ich wollte mal die Zuschauer fragen, Muchachos. Was haltet ihr eigentlich von einem Easy-Mode für Elden Ring oder Dark Souls? Games. Also da ist halt echt eine krasse Diskussionshöhlenbrand. Ob sowas sein muss. Die einen sagen, nein, das Game wird dann anders, ist nicht mehr so wie früher. Und die anderen sagen, ja, aber es juckt dich doch gar nicht, wenn du es nicht benutzt auf Easy, dann kannst du ja normal spielen und einfach ja. so spielen, wie es gedacht war. Oh, fuck! Wow! Alter, das waren Giftgrasgranaten. Das ist ja richtig bösartig hier, Alter. Okay. Aber andere Leute sagen, wenn dann Easy Mode ja. drin ist, dann ist es einfach nicht mehr das gleiche. Oh, hier sind 1000 Füßler. Oh, okay. Fuck, wo genau? Getroffen. Bei dir? Ja. Komm. Er hat mir meine irgendwas kaputt geschossen. Ja, deine Brust. Oh, meine Brust, toll, Alter. Scheiße. Ja, aber ich kann das verstehen. Ich kann beide Seiten verstehen. Ja, ich kann auch beide Seiten verstehen. Also weil gerade, nachdem ich gestern 2,5 Stunden an dem Boss gesessen habe und nicht geschafft habe. LOL! Alter! Nimm die mal ruhig normal. Das war... das war die Frage ist halt, ob ich instantly sterbe dadurch, ne? Nee, mach's nicht, Digga. Komm hier einfach so rein. Ach so, aber es ist ein Timer. Also es ist nicht beim Drauftreten kommen die hoch, sondern... Ah, es ist ein Timer, okay. Ah, okay, dann ist doch... machen können, theoretisch. Also ich muss sagen, ich verstehe wirklich beide Seiten. Ich verstehe auch die Seiten, die sagen, ja, okay, aber... es ist halt einfach ein anderes Game. Oh, fuck! Wow! Gargoyles bei mir. Wo bist du? Ich bin weitergegangen. Bei den Gasgranaten, da bin ich. Ich bin Hilfe gebrauchen. Ich hab keine Rüstung mehr. Ich versuche noch zu dir zu kommen. Aua! Oh mein Gott, Digga. Digga! Aua! Oh mein Gott, wo bin ich? Digga, Mann, warum sterben die nicht? Aufpassen. Oh fuck, langsam muss ich aufpassen. Ich hab mich mit hochansteckender Megatollwut infiziert. Nein, echt? Ja. Digga, was sind das für Viecher, Alter? Die sterben einfach nicht. Komm her. Nein, ich hab mich auch mit hochansteckender Megatollwut angesteckt. Wie lange haben wir das? Was ist das? Ey, Gesundheit und Ausdauer nehmen rapide ab. Okay, dann lass uns erstmal chillen. Kann er hinlegen, was trinken, was essen. Mega Tollwut habe ich eiskalt. Digga, das ist wie Katzen-Aids oder so, ey. Weltraum-Katzen-Aids ist das. Weltraum-Katzen-Aids. Ich bin fast tot. Echt? Und ich verliere dadurch weiter an HP. Ja, wir müssen einfach rennen erstmal. Rennen. Wir müssen ja irgendwie hier raus, wir kommen ja nicht normal raus. Ich könnte, wahrscheinlich sterbe ich gleich. Ich habe auch nichts, Können ich habe was zu essen dabei, aber... Wir haben nichts. Oh, hier haben wir ein Game-Loot. Scheiße, wie finden wir unser Loot wieder, Alter? Ich hab keine Ahnung, wie kommen wir hier raus? Warum haben wir Mega-Aids? Guck mal, ich renne die ganze Zeit die Anzeige geht jetzt runter. Hört ihr auch? Vielleicht die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Ja, aber ich lebe nicht mehr lange. Wie lange lebst du noch? Hast du noch Essen? Denn jetzt bin ich fest verletzt. Ja, ich esse die ganze Zeit. Jetzt habe ich gar nicht. Jetzt ist mein Essen leer. Warte, habe ich. Das heilt mich aber auch nicht. Ja, warte. Reicht nicht aus.
Ne, ich habe leider keinen Trank dabei. Ich bin sofort tot. Nee. Ich bin jetzt tot. Nein! Nein! Ich bin eiskalt an Weltraumkatzen-Aids gestorben! In Ark, Junge! Fuck! Ey, wie soll ich da jemals, wie soll ich das wiederfinden und wie soll ich meinen Loot wiederfinden, ey? Oh nein, ich weiß auch nicht, ob ich das überlebe. Digga, warum habe ich Katzen-Aids? Von Gargoyles, Alter. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich an deine Leiche jetzt gehen darf oder ob ich mich wieder neu anstecke. Weiß ich auch nicht. Okay, ich lebe aber noch. Ist es weg? Ist es weg. Das heißt, ich bin nur gestorben, weil ich so viel Damage bekommen habe von denen vorher. Digga, ich habe eine 530er Armbrust gefunden. 530 Damage. Alter. Strong. Ja, aber Deko, du musst hier ganz schnell wieder herkommen. Meinst du, das kriegst du hin? Ich glaube, die Höhle finde ich wieder. Die Frage ist nur, ob ich den Weg dahin finde, vor allem ohne Ausrüstung. Ja. Ich pack deinen Synomarkops erstmal in so einen Kryoball rein, ja? Ich könnte ja eigentlich auf deinem Wyvern. Könnt ja eigentlich mit deinem Megatherium hier rumreiten, oder? Eigentlich. Ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist. Ja. Okay, es war hier aber auf jeden Fall kein Weg mehr. Geht hier nicht weiter. Das heißt, ich cheer jetzt hier erstmal. oder soll ich? Wir sind dann nur gelandet, weil wir richtig wild konfus durch die Gegend gelaufen sind. Wie soll ich das jemals wiederfinden? 412% Flinte, ist das gut? Alter. Ist das gut? Wir haben doch eine krasse. Ja, aber was ist die? Hey, guck doch nach, du hast sie doch. Was ist der Blueprint? Weiß ich nicht. Warte. War das ein Blueprint, den du hast? Nee, 412 normal. Die ist 444. Also ist stark auf jeden Fall. Oh mein Gott, ich hab gerade richtig Angst, yeah. So ein bisschen. Billy. Da, 38 medizinisches Gebräu. Nehme ich mit. Nimm alles mit. Ist hier noch irgendwie gebratenes Fleisch oder sowas? Ist hier nicht. Ich hab. Fuck. Ja, doch, in den Lagerfeuern draußen muss das sein. Ja. Ziemlich viel sogar. Da habe ich mich drum gekümmert. Fuck! Dann nehme ich da mal irgendwas mit. Oh. Alter, überall diese Handgranaten und Fallen und keine Ahnung was. Die Frage ist, ob ich sterbe an Verdursten, bevor ich da bin. Nein. Ist er auch tot? Mich haben Pfeile komplett erwischt. Es könnte sein, dass ich jetzt erstmal in Ohnmacht falle. Ich bin in Ohnmacht gefallen. Nein! Ey, was ist das für eine Hölle? Level 200 Blitzwyvern eingepackt. Ja. Wüste, hier. Das war irgendwo ganz in der Ecke, ne? Weil irgendwas mit 92 oder sowas. Warte, ich muss kurz wegrennen. Okay, also ne, dauert jetzt ein bisschen, weil die Wyvern fliegt nicht ganz so schnell, aber ich bin unterwegs. Fuck! Ja. Hyper-Aids, Onyxe sind wieder da. Digga, wie fies einfach dieser Dungeon ist, Alter. Oh, okay, ich hab alle weggeklatscht. Ja, aber... Dass sie auch jetzt Krankheiten haben! Wo sind wir denn hier? Nein! Im echten Leben, Marvin, im echten Leben. Weltraum-Katzen-Aids, das erwischt uns irgendwann alle. Okay, da haben wir auch noch so ein Onyx. Lauf hier mal rein. Vielleicht hätte ich doch ein fucking Mana mitnehmen sollen, Alter. Mit was für einem Viech bist du jetzt unterwegs? Mit Swivern. Ich dachte, du bist jetzt ziemlich lang unterwegs, oder? Ich hab jetzt fast die Hälfte. Fast. Ich muss mich so konzentrieren bei jeder Fledermaus, ne? Aber das fühlt sich komplett an wie ein anderes Spiel, wie so ein. Dungeon. Wo wir gerade beim Thema waren. Game, ja? Elden Ring Easy Mode, wie wär's mit einem Ark Easy Mode? Dass wir nicht in den Dungeon sterben. Das wäre ziemlich geil. Aber da müssen wir wahrscheinlich einfach nur besser werden, weil wir werden jetzt nicht normal sterben. Du hast ganz viel Heiltränke dabei. Hast du vielleicht auch so einen Heiltrank dabei? Es gibt ja auch so eine Art Gegengift. Hast du den auch dabei? Natürlich nicht. Geil. Wie soll ich den jetzt eben craften? Digga, keine Ahnung. Was, was man braucht dafür. Ja, siehst du? Okay, ich bin... Ich bin gefühlt einmal komplett hier rumgelaufen und bin jetzt wieder bei dir.
Digga, ein Blueprint, okay. 600% Schwert. Alter, was? Alter, das ist jetzt Excalibur, Alter. Wie krass war, mein Schwert hatte, glaube ich, 400 oder so, ne? Alter, warte mal. Aber, also 600 war übertrieben, 584. Aber mit unserem Trank. Ja, aber mit der Pot auf jeden Fall. Alter Schwede, warte mal, wie teuer ist das? Ach, geht eigentlich nur 4000 Metall. Geht eigentlich. So, habe ich zufälligerweise schon einen Rex-Sattel jetzt hier gefunden? Weil deswegen sind wir eigentlich hier, ne? Aber hier ist schon krasses High-Loot, ey. Alter Schwede. Das ist richtig OP-Loot, Alter. Also hier ist wirklich der kranke Scheiß, der richtig kranke Scheiß. Warte mal, wie lange ist dein Körper noch hier? Die Höhle müssen wir häufiger machen. Die Frage ist, wie kommt man da wieder raus? Du bist in 20 Minuten hier weg, ne? Okay, ja. Ich muss gerade einmal kurz Ausdauer auftanken, aber ich habe jetzt schon über die Hälfte des Weges geschafft. Super. So, warte mal, ich bin jetzt hier irgendwie, ich bin jetzt bei X-Achse knapp unter 90 und Y bei 90. Ich muss jetzt das irgendwie da finden hier. Ohne ja. Mein Fernglas, das mir meine Koordinaten angibt. Ach so, stimmt ja. Digga, ich laufe hier einfach so random rum. Oh, hier war ich auch schon. Ich bin jetzt wieder in dem Teil mit dem Sarkophag. Warte mal, kann ich hier vielleicht auch irgendwas? Nein, ich höre irgendwas. Ja, wie viele Viecher! Ja, da ja, kann es nicht noch weiter sein. Du musst ja auch an allen Viechern vorbeikommen, ne? Das ist ja auch nochmal so ein extra Ding. Ups. Ja. Hä, wie? Hä? Nein, ich bin tot. Nicht sterben, Marvin. Ich werde sterben, ja. Nicht sterben, Marvin. Ich bin tot. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich weiß es nicht. Und mein Synomakrops wird auch sterben. Ich bin über dir irgendwo. Alter! Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich bin weggerannt und so, als wäre ich in so einer Froschzunge drin, wurde ich einfach wieder blub zurückgezogen und dann bam, tot. Dann war ich betäubt und tot. Keine Ahnung, was das war. Alter Scheiße. Schwede! Wo sind wir hier gelandet? Ja gut, Muchachos, dann würde ich sagen, Bretter erstmal den Daumen nach oben. Ich hoffe, dass mein Synomakrops irgendwie überlebt. Wird schwierig, aber ja, man kann ja... Also ich brauche den Lachs, ne? Sonst bin ich da drin ja richtig verloren. Du musst übrigens auch die ganzen Parkour-Dinger musst du hinkriegen. Musst du ich hinkriegen muss das, ohne Synomakrops, ja, ne? Alter, das war ja nicht krank. Schwierig. Ja. Gut, Deko. Parkour, aber ich bin jetzt wieder da. Du bist wieder da, baller die ganzen Dinger dahin und dann machen wir in der nächsten Folge, in der nächsten Folge weiter und versuchen unseren Loot zu retten, ne? Bis dann, reingehauen. Ciao, Muchachos.